Hi, hallo meine Freunde, ich bin der Gambit Hero. Ein neuer Part von Let's Play Beyond Two Souls. Und dieses Kapitel heißt Obdachlos. Was uns erwartet, werden wir nun sehen. Verschneite Straßen. Leere Straßen. In einer einsamen Ecke sitzt unsere Jodie. Wir haben wieder einen Sprung gemacht. Ich kann nicht einschätzen, wie alt sie da ist, aber ihr scheint ziemlich beschissen zu gehen. Nur warum? Was ist passiert? Sie hatte eigentlich ein relativ gutes Leben bei der CIA. Hat jetzt hier geholfen, das Portal zu schließen. Und von der einen auf die andere Sekunde landet sie dann auf der Straße. Nathan? Jodie, wo bist du denn? Die Monster. Die sind überall. Großer Gott, Jodie, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jodie. Jodie! Oh mein Gott, wieso sagt sie es ihm nicht? Wieso? Oh Mann. Hier geht's so beschissen. Sie hat geweint am Telefon. Und sieht einfach nur noch fertig aus. Ich denke, wir retten uns hier mal in die Seitenstraße. Fuck. Hey, ihr. Oh, diese Monster überall. Hey, Leute. Ja? Da liegt ein Mädchen, Junge. Hallo. Hilf mir doch. Lass sie in Ruhe. Alter. Hilf ihr doch. Hey, wer ist da? Ich muss mir das einbilden. Okay, er hilft dir, er ist ein guter Mensch. Jetzt hoffen wir mal nicht, dass er sie irgendwie für böse Zwecke benutzt, sondern ihr wirklich hilft. Jodie, nein! Was? Komm schon. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Ich hab dich gefunden, Freund Hallhagen.
Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist deren Sache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Vorsicht, heiß. Wie lange bist du schon auf der Straße? Wir sagen ihm die Wahrheit. Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind es jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett abdrehen. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern? Durchgeknallter Freund? Sowas? Du bist ein netter Mensch. Ich denke, wir können uns ihm anvertrauen. Und sagen ihm wieder die Wahrheit. Nein, nichts in der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt es schon. Kannst du irgendwo hin? Familie, Freunde oder sonst irgendjemand? Nein. Ja, da gibt es schon jemanden, aber ich will ihn nicht sehen, jedenfalls nicht so. Okay, ziemlich netter Mann, das denn. Bleib. Ich hab nicht viel, aber wir können gerne alles teilen. Danke. Herzensguter Mensch. Also wie es aussieht, ist er gar nicht alleine. Da hinten hockt ja noch jemand. Hey, wer bist denn du? Guten Tag. Zurück von den Toten? Halleluja! Preise den Herrn! Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady! Okay. Und da haben wir auch jemand. Arg nervös. Wir können ja gar nicht groß was machen. Da hockt Stan. Ah, da haben wir noch eine Frau. Hi. Hallo. Hi. Oh, sie ist schwanger. Oh Mann. Schwangere Frau und dann muss sie sich hier abfinden. Gucken, was sie mit. Sie sieht aus, als wollte sie etwas sagen. Hey, was? Was ist das für ein Bild? Die Ergebnisse der Tests, Stan. Seine Frau wahrscheinlich oder Freundin?
Ich denke, wir bedanken uns erstmal. Danke, Stan. Ja. Was ist mit der Frau? Hast du kürzlich jemanden verloren, der dir nahe stand? Meine Frau? Nancy starb an Leukämie vor 4 Jahren. Woher weißt du das? Nein, ich... Nur so ist nicht so wichtig. Wer sind die anderen? Das ist Walter da drüben. Okay, trinkt ein bisschen viel, aber er ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Halt dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt. Und die Kleine, das ist Thürste, sie ist schwanger. Armes Ding. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Warum hast du mich mitgenommen? Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also habe ich's. Kein großes Ding. Das ist der Ende. Das ist wirklich ein guter Mensch. Das ist wirklich jemand, dem kann man vertrauen. Und der kann einem auch helfen. Was können wir denn noch anstellen hier? Junkie. Dem geht's gar nicht gut. Können wir überhaupt mit jemandem sprechen hier? Vielleicht mit ihr? Ne, wir können irgendwie mit niemandem reden. Was haben wir denn da noch Schönes? Oh nein. Nein, es gibt noch einen anderen Ausweg, Jodie. Nein, 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 nein. Ritzen ist keine Lösung. Wir können uns hier auch mal draußen umschauen. Ist unser Vorrat schon leer? Wir haben nichts mehr zu essen. Wir müssen was besorgen. Willst du sehen, wie alles bei uns hier so läuft? Ja, ich komme mit. Wir gehen dann in der nächsten Folge mit und beenden das hier erstmal und sehen uns dann. Bis dann und ciao.